Eine lange Reihe bunt bemalter Steine hat sich tagelang an dem Gollenberg in Türkenfeld entlang geschlängelt. Eigentlich war das Spiel als Zeitvertreib während der Corona-Krise gedacht. Doch mittlerweile ist die ganze Ortschaft begeistert. Vor allem Kinder haben ihre selbstbemalten Steine dazugelegt. Da die Leute ja auch viel unterwegs waren, auch viel spazieren und wir wussten, dass der Gollenberg gern für Spaziergänger gesehen wird, wussten wir, dass das hier gut ankommen wird. Und durch die Eltern wurde das einfach weitergegeben. Und dann haben wir noch eine kleine nette Facebook-Gruppe für die Türkenfelder. Und auch so ist es dann weitergetragen worden, bis es bei allen angekommen ist. Ab 1500 Stück sollte es am vergangenen Sonntag kostenloses Eis für die Kinder geben. Diese Marke war schnell geknackt. Die Begeisterung von unserer Tochter hat uns dann eigentlich dazu bewegt, dass wir gesagt haben, komm, lass uns das Ganze noch ein bisschen anfeuern. Und haben dann gedacht, spendieren wir einfach mal ein bisschen Eis, weil da kann man, glaube ich, jedes Kind aus der Reserve locken. Und nicht nur das Gasthaus Hartl hat seine Unterstützung angeboten. Auch die Firma Magna Sweets stand parat. Wir haben Schokolinsen spendiert, Skittles, alles Mögliche an die Schokodrops, also alles Mögliche, was man über das Eis noch drüber streuen kann, damit es noch schöner aussieht, damit es noch leckerer schmeckt. Die Idee stammt von zwei Türkenfelderinnen. Insgesamt 3100 Steine sind zusammengekommen und es werden täglich mehr. Das Tolle war auch, dass der ganze Ort sich da eigentlich mit integriert hat. Es ging darum, wie die Abstandsregeln einzuhalten sind, insbesondere das kontaktlose Übergeben des Eises. Dafür hat sich die lokale Schreinerei was Tolles einfallen lassen. Eigentlich ist die Aktion jetzt vorbei. Die Steine sind aber trotzdem noch zu sehen und die schönsten und besten Steine werden ins Rathaus gebracht. Dort versiegelt, damit die Farbe nicht abgeht und dann in einem Glaskasten als Erinnerung für die Ewigkeit ausgestellt.